Das Friedensgutachten ist eines der wichtigsten politischen Instrumente der deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute, um der Bundesregierung politische Empfehlungen auszusprechen. Das Friedensgutachten stellt eine Analyse von Bedrohungen für den internationalen, aber auch den Frieden in Deutschland dar, der von den größten deutschen Friedensforschungsinstituten herausgegeben wird. Eine der besten Quellen in Deutschland für solide Fakten und solide Informationen über friedenspolitische Themen. Es ist jahrzehntelang etabliert und es ist eines der wichtigsten Foren zum Austausch über friedenspolitische Themen. Die Idee ist, es kürzer zu machen, prägnanter zu machen, ein bisschen provokativer, gleichzeitig stärker auf Analyse zu setzen. Das Layout, das haben wir vollkommen neu gemacht. Es ist ansprechender, es wird mehr Leute erreichen, weil die Publikation Open Access erfolgt. Das können alle lesen, die es lesen wollen. Jetzt ist es tatsächlich ein relativ kurzes, komprimiertes Gutachten zu zentralen Themen, die eben den Frieden bedrohen oder die für die Friedenssicherung zentral sind. Damit erlebt einmal im Jahr lebt damit eine Diskussion auf, wie wichtig Frieden ist und wie wichtig eine Friedenspolitik gerade in Deutschland ist. Ich glaube, nicht nur Deutschland braucht das Friedensgutachten. Wir brauchen immer mehr Rat, um Frieden zu verwirklichen und Frieden zu sichern. Darum kann es davon gar nicht genug geben. Meine kleine Tochter sagt, die habe ich heute Morgen gefragt, sie meinte, das Friedensgutachten brauchen wir fürs Leben. Wir brauchen es für den innenpolitischen Diskurs über Friedens- und Sicherheitspolitik, damit wir gemeinsam als Gesellschaft uns klar darüber werden, wie wir auf transnationale Risiken reagieren wollen.